das nicht euer Ernst? 3 Seiten Text? Es gucken auch Bremer zu. Triumph für die Sachsen. In der PISA-Studie haben sie Bayern sogar in Mathematik abgehängt. Ja, viele Bayern scheitern heute doch schon an so einfachen Aufgaben wie 50 plus x. Ganz bitter sieht es in Bremen aus. Da ist das einzig helle das Schlusslicht. Als Bremer Schüler wird man heute kaum noch Akademiker, sondern eher Stadtmusikant. Okay, es ist noch nicht ganz so schlimm wie in China, wo man die Bildungsdefizite schon an der Flagge erkennt. Und auch die Flaggen anderer Länder verraten in dieser Kampagne mehr über das jeweilige Land, als dem lieb sein kann. Tja, man endet heutzutage ja ganz schnell auf der Straße ohne vernünftige Schulausbildung oder ohne vernünftige Regierung, wie die Amerikaner zuletzt merken mussten. Sehr eindrucksvoll wird das Schicksal von Obdachlosen in Amerika auf Invisible People TV dokumentiert. Hier können nämlich die Betroffenen selber ihre Geschichten erzählen. Geschichten, die den Menschen, die man sonst allzu gerne ignoriert, plötzlich wieder ein Gesicht verleihen. Und fast vergessenen Mitmenschen verleiht auch Frederik Peters wieder ein Gesicht. Allerdings kein schönes. In seinen Portraits As Living Deads lässt er nämlich bekannte, verstorbene Persönlichkeiten mit tiefschwarzem Humor als Untote wieder auferstehen und hat dabei offenbar sorgsam darauf geachtet, sich überall auf der Welt gleichermaßen unbeliebt zu machen. Zombies erkennt man ja zum Glück immer an ihren unbeholfenen Bewegungen. Nur in Discos fällt die Abgrenzung oft schwer. Ist das jetzt ein Zombie oder ein tanzender Mann? Ja, Zombies bewegen sich ungefähr so wie der Sportler bei Quop. Ein kleines Flash-Game, bei dem man eigentlich nur laufen muss. Allerdings froh sein kann, wenn wenigstens schon mal die Richtung stimmt. Tja, und dem armen Smokerman geht's da leider nicht viel besser. Er kommt auch nicht wirklich vom Fleck, weil er immer wieder feststellen muss, dass Rauchen und Weltretten sich nicht so richtig vertragen. Ah, deswegen wechselt Superman immer die Klamotten, weil die nach Rauch stinken. Aber keine Sorge, es gibt ja auch noch Heldinnen mit echten Superkräften. Und die hat der Fotograf Martin Schöller für sein neues Buch Female Bodybuilders in Szene gesetzt. Auf die Idee zu rauchen kämen die nie. Die lassen ausschließlich Sport an ihren Körper. Gut, und ab und zu Aufhellungscreme fürs Gesicht. Ja, viele Männer stehen auf solche Powerfrauen. Zumindest hofft das diese junge Dame im Kurzfilm Superpowers, die mit einem kleinen Rollenspiel wieder etwas Pep in ihre Beziehung bringen will. Nur leider bringt zur gleichen Zeit ihre Vermieterin Wohnungsinteressenten vorbei. Tja, da würde man die Zeit am liebsten einfach anhalten. So wie damals in Matrix. Wobei ja auch das nicht ganz ungefährlich ist. Vor allem, wenn die Matrix auf einem Windows-Rechner läuft. So wie in dieser gelungenen Parodie von College Humor, in der Neo dann auch folgerichtig nicht nur mit Agent Smith zu kämpfen hat. Okay, es dauert also wohl noch etwas bis zu einer wirklich funktionierenden Matrix. Aber freuen wir uns so lange über die kleinen technischen Fortschritte. Etwa dieses neue Handy, dessen Kamera durch Draufatmen ausgelöst wird. Was den Besitzer freut, aber nicht unbedingt das Motiv. Dann doch lieber von Tanja Fleck filmen lassen. Die muss einen dabei demnächst nämlich einfach nur angucken. Denn sie will sich an der Stelle ihres verlorenen Auges eine Kamera einbauen lassen. Okay, aber bis sie soweit ist, mache ich lieber selber ein Bild von mir. Hier bei That's My Face, wo jedermann ein Gesichtsprofil erstellen lassen kann. Und das wird dann ausgiebig analysiert und manipuliert. Und wer will, kann sich sein eigenes Gesicht dann sogar noch als Maske bestellen. Praktisch zum Beispiel, um am Wochenende länger nüchtern auszusehen. Ah, Superwelt. Das war Ehrensenf. Ich bin Christine. Tschüss. Oh, da ist was auf der Linse.